wissen, Sie sind beide sehr viel unterwegs, aber was Sie immer wissen, ist, was Ihr Lieblingsverein in der Fußball-Bundesliga gerade so macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für Jonas ganz interessant ist zu erfahren, wie sich der 1. FC Köln heute so geschlagen hat in Unterhaching. Und das können wir mit ein paar Bildern aus der Partie des Pokals zeigen. Und ich kann Jonas sagen, dass Köln gewonnen hat durch zwei Tore. Das weiß er schon. Gut, aber vielleicht wissen es unsere Zuschauer noch nicht. Also Thomas Böker hat den FC gleich mit zwei Treffern in Führung gebracht. Und Haching hat erst in der 90. Minute den Anschlusstreffer erzielt. Und das war dann zu spät. Und Köln ist eine Runde weiter. Ich erzähle das deshalb, weil Jonas Reckermann... Hallo. Jonas Reckermann ist mehr als nur ein einfacher Fan des 1. FC Köln. Und sie können wirklich ja nie zusammen zum Fußball gehen, weil der Julius... ist glühender Leverkusen. Wir waren in Leverkusen letztes Jahr. Da sind Sie als mitgegangen? Köln 4-1 gewonnen hat. Ach so, da war ja. Also da war ich ja nicht dabei. Nee, nee. Und das Problem ist, der Julius, der ist da auch immer. Also wenn er zu Hause ist, weil er hat eine Dauerkarte. Der kann da immer hingehen, wenn er möchte. Und das können Sie nicht, weil Sie haben das nicht. Und das Leben ist doch eigentlich total ungerecht, oder? Nee, also zum einen... der FC honoriert das schon. Wenn ich dann zu Hause bin, dann bin ich auch schon häufiger mal eingeladen worden. Und ja, für den Verein zahle ich aber auch gerne Eintritt. Aber nicht immer, oder? Da zahlen Sie gerne Eintritt? Ja. Aber ich sag mal so, Toni Schumacher! Hallo! Hi! Julius! Hi! Drehen Sie sich ins Bild, Toni? Stellen Sie sich neben Jonas? Ja. Und schön. Er hat was mitgebracht, Jonas. Ja. Direkt aus Haching. Das Ergebnis sieht ein bisschen spannender aus. Also, wir haben ein paar Chancen liegen gelassen. Das war eine klare Sache. Hat er gereicht. Ja, hat gereicht. Und wir haben ja gehört, dass du gerne zum FC kommst und hast dir ja gewünscht, dass du ein Leben lang eine Dauerkarte haben möchtest für den 1. FC Köln. Das haben wir natürlich gemacht. Toni, umdrehen. Ach, was. Das ist sie, ja, das ist die FC. Ich übersetze für euch nachher. ein Leben lang. Und, ja. Vielen Dank. Danke. Gerne, gerne. Und das ist auch so, ja? Das ist auch so, ja, pass auf. Ich halte das nicht gleich in die Kamera, das ist meine Handynummer. Oh. Gib die ein. Ist gleichbedeutend mit der Dauerkarte, ja? Ja, gleichbedeutend mit der Dauerkarte. Ruf an und immer, wann immer du willst, solange du lebst und solange wir leben, sitzt du. Und wir, solange wir Vorstand sind, sitzt du oben bei uns beim Vorstand. Stark. Und wenn wir nicht mehr Vorstand sind, sitzt du beim nächsten Vorstand. Also da ist garantiert. Und zum Schluss haben wir noch hier, das ist unsere neue Anleihe. Das ist ein... möchte ich dir auch überreichen, wenn er euer Goldmedaillen, darf ich mal heben, wie schwer die ist? Ja, dafür auf jeden Fall. Wenn ihr euer Goldmedaillen mal zu Geld machen wollt, ne? Anleihe bei uns gibt es 5%. Also, ne? Toni, ich hätte dich gerne, aber du bist auf der anderen Rheinseite. Vielen. Ich habe den Jonas, finde ich ein super Geschenk. Er bekommt einfach keine Garantie für guten Fußball, oder? Demnächst wieder. Demnächst wieder. Bist du denn auch so absoluter Leverkusen-Fan? Ich muss leider... Herr Holzhäuser, wir haben mal zusammengearbeitet. Ja, sitzt einer, der braucht auch eine Dauerkarte. Ich bin aber so... Er hat doch eine. Aber dann für die Champions League. Okay. Dankeschön, ja? Das war toll. Super, ja, ich find's einfach toll, wenn man so tolle Sportler sieht und wenn er auch noch Fan vom 1. FC Köln ist, vielleicht... Die bleibt hier. Färbt das ein bisschen ab an den 1. FC Köln, der Erfolg. Also alles Gute für Brasilien, solange seid ihr noch zusammen, oder? Ja. Dankeschön, danke, danke, danke. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ja. So. Reich beschenkt, Julius Brink und Jonas Reckermann sehen wir uns dann nachher an der Torwand.